Okay. Quickie, schick sie weg. Alles klar, da sind wir. Und da haben wir auch schon die Kassetten. Sie klemmt. Eine Unmenge an durchsichtigen Boxen. Dafür würde ich Jahrzehnte brauchen. Und das meiste würde mich nicht mal interessieren. Okay. Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. Dann... Wegen dieser... Ich habe doch ganz einfach, kann ich doch hier. Tada! Und Videos nehmen. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Ja, ich glaube, der Salvador ist ein bisschen zu naiv dafür. Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Was in das? Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Okay. Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Okay. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Das habe ich ja, ne? Also... Ich habe das Tape. Ich habe sogar 2 Tapes. Eines von der Katastrophe... Und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort, ich bin sofort da. Over and out. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das 2. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn... Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was?
Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Na, das hier. Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten, dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Zur Konferenz wären wir eine Woche früher da. Und wir hätten mehr Zeit, den Grund für die Katastrophe zu finden. Guter Punkt. Und weiter? Naja, was soll ich noch alles sagen? Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut. Ich lass dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ja. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. Oh mein Gott. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Ja, okay, also wir sind jetzt hier dabei, unsere Freunde zu sabotieren. Ich hoffe, wir hauen den da raus und nehmen den Delvin mit, Kraftwerk-Video. Delvin, wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Faye, ich muss nachdenken. Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Ja, was unser Leben kosten würde und ihr würdet einen Fehler machen, alles wäre für die Katze. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Wie wär's, wenn wir... Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr, das Jahr! Mein Gott! Was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Ich hoffe, du überlebst, mein Freund. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie.
Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass sie gottverdammt nochmal verschwinden. Drücken ist nicht, Alter. Okay. Wer war das denn jetzt? Kapitel 3. Raus, erwachen. Und wer hat ihn jetzt gerade bewusstlos geschlagen? So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Und wo bin ich hier? Sind wir jetzt der... Jetzt sind wir der Swenson, alles klar. Okay. Dusche. Fließendes warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Dankeschön. Klar. Achso. Griff. Hätte ich jetzt einen Plasmabohrer, dann wäre das alles kein Problem. Stattdessen habe ich Kopfschmerzen und bin an einen Duschgriff gefesselt. Willkommen zurück im Leben, Bent. Wir haben dich vermisst. Mit den Händen? Keine Ahnung. Mit den Knien? Oh, jetzt reicht's aber langsam. Das ist ein Typ vom Feinsten. Fließendes warmes Wasser. Wen? Klar. Toilette? So ein ähnliches Modell wollte ich für die Atlas auch haben. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Ich komme... Ja, hier klappt man den hoch, alles klar. Ich komme nicht ran. Ansehen? Waschbecken? Ansehen. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Fenster! Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ventilator? Ach ja, ein Ventilator. Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Okay, Schränke. Ganz toller Plan. Ja, noch alles, Tür. Die ist zu. Vorhang. Ach. Das bisschen Privatsphäre reicht doch vollkommen. Sie hatten noch nicht mal den Anstand, ihn zuzuziehen. So. Und jetzt? Vorhangstange an Sie. Mein letzter Strohhalm. Jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Ich komme nicht ran. Aber mit den Füßen kommst du ran. Ganz toller Plan. Was haben wir noch? Dusche, Griff, Stange, Toilette, Fußnagelknipser. Das Hygieneset von diesem Rowdy. Ah, da musst du was damit machen können. Ach so. Griff. Hm? Oh, mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her, es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Nehmen wir mal ein bisschen mal die Stange auch im Mist, der... Oh ne, will er gar nicht mehr. Okay. Nehmen. So, fehlt nur noch der passende Plan. Öffnen. Okay. Ventilator ansehen. Der Himmel kann... Toilette hinsetzen. Mein Rücken würde es mir danken. Aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Waschbecken. Ein brüchiges, so viel Normalität. Ja, Dusche benutzen. Klar. Tür. Lauschen. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut.
Mit bloßen Händen wird das nichts. Okay. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Okay. Fußnagelknipser, Tür. Nichts als Quacksalberei. Waschbecken. Nonsens. Ha, Kokolores. Ha, Unfug. Der Typ, der ist ja wirklich... Kabbis. Öffnen. Kamm. Ein Metallkamm. Das sieht schon besser aus. Ich muss für niemanden mehr schön sein. Die Zeiten sind vorbei. Ach, da möchte ich nie hinkommen. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir eine Aftershave. Spitzbergener Luft. Das war mal Barneys Marke. Bis Lissa eine Flasche ins Labor mitnahm. Guter Duft, aber fieses Zeug. Mein Bart bleibt. Das Bart? Ah ja, hier steht's auch schon. Achtung, leicht entflammbar.